Hey meine neugierigen Freunde, Forscher der University of New South Wales haben in Australien eine spektakuläre und einzigartige Entdeckung gemacht. Was die Forscher entdeckt haben, das erzähle ich euch in diesem Video. Abonniert gerne den Kanal für spannende neue Entdeckungen in der Tierwelt. Ich danke euch, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Ihr kennt das bestimmt, man geht in den Keller oder in die Garage und man sieht irgendein totes Insekt oder eine Spinne in der Ecke und wenn man es aufkehren will, dann stellt man fest, dass es oft in hunderte Teile zerbricht und förmlich zu Staub zerfällt. Und das liegt daran, dass Spinnentiere oder auch Insekten, also allgemein Gliederfüßer, sehr schnell verwesen. Die können sich da nicht lang halten. Das Chitin, das wird sehr spröde und irgendwann zerfällt es eben wie gesagt förmlich zu Staub. Und dann verteilt es sich in alle Himmelsrichtungen und das ist wiederum der Grund, warum Spinnentiere, Insekten oder auch allgemein eben Gliederfüßer so schlecht auch zu Fossilien werden. Wenn die Tiere sterben, dann müssten sie eigentlich sehr schnell eingeschlossen werden von irgendwas, von Sediment oder auch Harz. Es muss halt sehr schnell gehen und sie müssen sehr schnell von der Luft abgeschlossen sein. Denn sonst zerbrechen sie eben sehr schnell und dann verteilt sich alles in alle Himmelsrichtungen. Es kommt also sehr selten vor, dass Forscher mal auf ein Fossil einer Urzeitspinne stoßen. Aber jetzt ist es wieder passiert. Forscher der University of New South Wales haben jetzt in der Fossilienlagerstätte namens McGrath's Flat, eben in New South Wales, eine spektakuläre und einzigartige Entdeckung gemacht. In dieser Gesteinsformation, da gibt es unzählige, sehr gut erhaltene Fossilien aus dem Miozän, einem Erdzeitalter von vor 23 Millionen Jahren bis ungefähr vor etwa 5 Millionen Jahren. In dieser Fossilienlagerstätte, da ist vorherrschend ein Gestein namens Goethit. Das ist sehr eisenreich und damit sehr rot. Aber dieses Gestein, wenn es da mal ein gut erhaltenes Fossil da drin gibt, dann kann man das Fossil sehr gut erkennen und ja, feinste Details erkennen. Und deshalb können die Forscher, wenn sie so ein Fossil finden, dann danach es untersuchen mit ihren Mikroskopen und mit ihren Gerätschaften, sodass sie dann die Urzeit im Zeitalter des Miozän besser verstehen können. In diesen Gesteinsformationen sind oft Fossilien enthalten, die so detailreich sind, dass man sogar subzelluläre Strukturen erkennen kann, wenn man sie eben genauer mit den Gerätschaften der Forscher untersucht. Und das ist wirklich einzigartig. Was man dort aber noch nicht gefunden hat, ist das Fossil einer Urzeitspinne. Aber das hat sich jetzt geändert. Die Forscher haben jetzt das erst vierte jemals in Australien entdeckte Spinnenfossil gefunden. Und es ist das größte, das jemals in Australien entdeckt wurde. Und es ist das zweitgrößte weltweit. Es ist eine Spinne aus der Familie der Barrichellidae. Es ist damit auch das erste Spinnenfossil weltweit aus dieser Familie. Genauer gesagt kommt diese Spinne aus der Gattung der Monodontium. Die gibt es auch heutzutage noch, aber die leben heute in feuchten Wäldern. Das heißt, damals muss es wohl in Australien feuchter gewesen sein, viel feuchter als heute. Damals muss es dort, ja, Wälder gegeben haben, förmlich auch Sumpflandschaften und viel Vegetation, denn die nächsten heute lebenden Verwandten dieser Spinnengattung leben eben heute in feuchten Wäldern, zum Beispiel in Singapur bis hin zu Papua-Neuguinea. Heutzutage lebt diese Spinnengattung nicht mehr in Australien. Und das ist ein weiterer Grund, warum es damals wahrscheinlich sehr viel feuchter gewesen sein muss als heute. Denn heute ist Australien so unglaublich trocken und wenn die dann heute dann nicht mehr leben, dann bedeutet das, dass sie eben ausgestorben sind. Und das ist wahrscheinlich laut den Forschern dann passiert, als während des Miozäns und auch kurz danach es angefangen hat, in Australien sehr viel trockener zu werden. Aber davor gab es dort, ja, man kann sagen, sehr viel mehr Grünzeug. Und das war wichtig für diese Familie der Spinnen. Denn die Familie der Barrichellidae, das sind Falltürspinnen. Und die brauchen Vegetation, Äste, um sich ihre Falltüren zu bauen. Die Falltürspinnen, die gehen folgendermaßen auf die Jagd. Sie graben sich eine Höhle in die Erde, kleistern diese mit Spinnenseide aus und installieren dann eine Falltüre, die auch aus Spinnenseide besteht und auch aus vielen Ästen, Blättern und was halt so auf dem Waldboden herumliegt. Und das verbinden sie dann zusammen zu einer Falltür, die kann entweder nach innen aufklappen oder nach außen. Das ist je nach Art unterschiedlich. Von diesen Spinnen gibt es nämlich über 400 Arten. Aber meistens klappen sie nach außen auf und dann macht es die Spinne folgendermaßen. Sie legt sich in ihrer Höhle auf die Lauer und hat ihre Vorderbeine aus der Falltür gestreckt, damit die Falltür nicht komplett geschlossen ist.
Und mit diesen Beinen kann sie dann Vibrationen oder auch Chemikalien, aber meistens für den Beutefang sind es die Vibrationen, die entscheidend sind, die kann sie damit spüren, wenn ein Beutetier in der Nähe der Falltür vorbeigeht. Und wenn das Beutetier nahe genug dran ist, dann schießt sie aus ihrer Höhle, schnappt sich das Beutetier und geht dann sofort wieder zurück in ihre Höhle, um es dort zu verspeisen. Wenn die Spinnen aus ihrer Höhle herausschießen, dann machen es die meisten Spinnen so, dass sie mit ihren Hinterbeinen noch, ja, vielleicht ein Bein zumindest unterhalb der Falltüre haben, sodass die Falltür nicht komplett geschlossen ist und sie sich dann auch wieder schnell zurückziehen können in ihre Höhle. Oft machen es die Spinnen auch so, dass sie im Bereich vor der Falltür noch weitere Spinnenfäden installieren, die sie da kreuz und quer verteilen oder auch mit Pflanzen verbinden. Und dann haben sie noch ein weiteres Netz aus, ja, Möglichkeiten, um Vibrationen zu spüren. Denn die Spinnenfäden sind dann natürlich auch mit der Falltür und demnach auch mit der Spinne selbst verbunden. Und wenn ein Beutetier einen solchen Spinnenfaden berührt, dann spürt das die Spinne in ihrer Höhle, sie spürt die Vibrationen und weiß dann, dass vor ihrer Falltür eine Beute auf sie wartet. Und eben eine solche Spinne haben die Forscher jetzt entdeckt. Aber diese Spinne aus der Urzeit, die ist tatsächlich 5-mal größer als die heute lebenden Verwandten dieser Gattung. Deshalb wurde sie auch mit dem Namen Megamonodontium McCluskii bezeichnet. Und diese Spinne lebte vor ungefähr 11 bis 16 Millionen Jahren im Miozän, im heutigen Australien. Diese Spinne hat einen Körper mit einer Größe von 23,3 mm. Das klingt jetzt nicht so viel, es ist aber eben nur der Körper und mit ausgestreckten Beinen würde sie ungefähr die Handfläche eines Menschen ausfüllen. Dieses Spinnenfossil ist wie gesagt das zweitgrößte Spinnenfossil, das je entdeckt wurde. Das größte ist immer noch die Nephila jurassica, die 2013 entdeckt wurde. Sie hatte eine Körpergröße von 24,6 mm. Also auch wieder nur der Körper. Mit ausgestreckten Beinen ist sie dann auch wieder deutlich größer. Diese Spinne gehört zur Familie der Seidenspinnen, die eine extrem starke Seide produzieren, die extremst reißfest ist. Auch heute noch. Die heutigen Arten haben das immer noch. Und mit dieser Spinnenseide, da machen Einheimische viele Dinge. Sie machen sogar manchmal Angelschnüre daraus. Dann sieht man wirklich, wie reißfest diese Schnüre bzw. diese Spinnseide wirklich ist. Dieses neu entdeckte Fossil ist für ein Spinnenfossil wirklich extrem groß. Es kommt wirklich sehr, sehr selten vor, dass Spinnen überhaupt zu Fossilien werden und versteinern. Und wenn, dann sind sie eben verhältnismäßig klein. Denn größere Spinnen, die haben dann noch das größere Problem, dass sie viel leichter auseinanderbrechen. Da brechen viel leichter auch mal die Beine ab und dann wird wieder alles in alle Himmelsrichtungen verstreut. Das heißt, es ist der Grund, sehr wahrscheinlich, dass wir aus der Urzeit keine riesigen Spinnenfossilien bisher kennen. Und selbst wenn, dann wären diese Spinnen sehr wahrscheinlich noch viel älter, also bis zu 300 Millionen Jahre alt. Also zu der Zeit, als Gliederfüßer extrem groß waren auf unserer Erde. Da kennen wir vor allem den Atropleura, der sehr berühmt ist. Der größte Tausendfüßer, der je gelebt hat, mit einer Länge von bis zu 2,5 Metern und einem Gewicht von 50 Kilogramm und einer Breite von 55 Zentimetern. Aber obwohl Atropleura eben eher kompakt gebaut war, also keine weit von sich abgespreizten Glieder hatte, selbst mit diesem Umstand ist Atropleura selten, ja, in großen Teilen versteinert. Es gibt nur wenige Versteinerungen von seinem Rückenpanzer und selbst das ist wahrscheinlich nicht er selbst gewesen, sondern eine Häutung von ihm. Und von seinem Kopf gibt es immer noch kein einziges Fossil. Also selbst er, der eben kompakter gebaut war, konnte nicht vollständig versteinern und war wahrscheinlich auch irgendwann zerbrochen und ist in alle Himmelsrichtungen zerstreut worden. Und was passiert dann erst mit riesigen Spinnen, die ellenlange Beine haben und ja, sehr zerbrechlich sind? Von dem her ist das der Grund, warum wir wahrscheinlich keine Riesenspinnen aus der Urzeit bisher in Versteinerungen gefunden haben und warum wir auch allgemein so wenige Spinnenfossilien bisher gefunden haben. Aber jetzt haben Forscher eben wieder eins gefunden und deshalb ist dieses Fossil so einzigartig und es ist auch dazu noch unfassbar gut erhalten. Ich finde es schon unglaublich, dass Spinnen sich eigentlich kaum verändert haben seit Millionen von Jahren. Wenn man dieses Fossil so betrachtet, dann sieht es eigentlich aus wie eine heutige Spinne. Und die Vorstellung, dass die damals vor 11 bis 16 Millionen Jahren gelebt hat, das ist wirklich unglaublich, dass die im Endeffekt damals genau dasselbe gemacht haben wie heute. Nämlich Falltüren gebaut und auf die Jagd nach Beute gegangen. Das ist schon eine unglaubliche Vorstellung, wie ich finde. Allgemein, wenn man sich in die Urzeit versetzt und sich vorstellt, wie es da war, das ist wirklich immer wieder absolut spannend, sich das vorzustellen. Wenn ihr ein weiteres Video über ein Fossil aus der Tiefsee diesmal sehen wollt, das Forscher erst vor kurzem gefunden haben und das etwas ganz Neues enthüllt hat,
dann schaut gerne das Video an, das ich euch hier im Abspann verlinke. Ich danke euch fürs Zuhören, lasst gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Ciao.